Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Das bwin-Topspiel am Freitagabend in Münster. Und die große Frage, wer kann die englische Woche vergolden? Münster mit der Möglichkeit, die Punkte 7, 8 und 9 innerhalb einer Woche zu holen. Wiesbaden wollte den vierten Dreier in Folge. Hervorragende Voraussetzung für ordentlich Knallgas. Der Anfang lief aber leider auf Sparflamme. Wir gehen schon rein in die 39. Spielminute. Ecke für Münster und auf einmal resultierte daraus ein Konter für Wien Wiesbaden. Jules Schwadorf. Auf und davon sieht im richtigen Moment den mitgelaufenen Stefan Andres, der das Ding nicht unterbringen konnte, weil Maximilian Schulze-Niehüß richtig gut parierte. Klasse gemacht von Schwadorf. Andres im richtigen Moment gesehen, aber am Ende Niehüß besser postiert. Zwei Minuten später. Münster wollte jetzt auch mal am Spiel offensiv teilnehmen. Martin Kobylanski und dann was für eine Flanke von Menig auf Dadaschow. 1:0 für Preußen Münster und bei dem läuft's so richtig. Aber schauen Sie sich diese Flanke an von Menig. Was für ein Zückerli der Abschluss. Überragend irgendwie aus dem Nichts trotz alledem der Treffer zum 1:0 für Münster. Die konnten es auch nicht ganz glauben, aber es war so, dass der Halbzeitstand. Die zweiten 45 Minuten. Von Beginn an wollte Wiesbaden hier zeigen, dass sie was holen wollten. Kehre dann der lange Ball von Titsch Rivero und Schäffler auf einmal durch. Auf der Linie klärte Yannick Borgmann in allerhöchster Not. Das wäre ein Traumstart gewesen in die zweiten 45 Minuten. Aber das Glück fehlte am Ende für Manuel Schäffler, auch weil Yannick Borgmann da hervorragend stand. Rüdiger Rehm, die letzten drei Spiele gewonnen. Hier in Münster wollte er auch was mitnehmen und es wurde hitziger nach einer guten Stunde Lorch gegen Borgmann. Es gab keine Karte von Schiedsrichter Winkmann. Borgmann musste danach verletzt raus und das erhitzte die Gemüter. Vor allen Dingen bei Preußen-Trainer Marco Antwerpen, der am Ende von Schiedsrichter Guido Winkmann auf die Tribüne geschickt wurde. Danach wieder Wiesbaden. Die 73. Spielminute, Freistoß von Schmidt und Jeremias Lorch mit der großen Möglichkeit zum Ausgleich. Und jetzt können wir gleich sehen, Rufat Dadaschow klärt vor der Linie zum zweiten Mal in dieser Partie, diesmal Dadaschow. Es wurde eine wilde Schlussphase. Münster wechselte unter anderem Philipp Hoffmann rein und der setzte sich perfekt durch und den weiteren eingewechselten Cyril Akono perfekt in Szene. Erstes Saisontor des gebürtigen Münsteraners. Was für eine tolle Fußballgeschichte für die Preußen. Klasse Ball und abgezockt, abgeschlossen von Cyril Akono. Perfekter kann man es kaum spielen. Von Wiesbaden kam nicht mehr viel. Wir sind in der Nachspielzeit. Letzte Aktion gehörte Martin Kobylanski. Und wenn der Ball ruht, dann wird's gefährlich. Heute Kapitän und wieder an dem Tor beteiligt. Aber wenn wir draufschauen, es gehörte nicht ihm, sondern am Ende war es ein Eigentor von Sebastian Mrowsa. Also auch noch Pech dazu für Wien Wiesbaden. Antwerpen und Preußen konnte feiern. Dritter Sieg in Folge. 9 Punkte aus der englischen Woche geholt. Schlüssel sind die Spieler und heute nach so zwei engen Spielen dann halt auch schon hier heute nochmal so einen rauszuhauen, das war schon ein Kraftakt, das hat man glaube ich auch so die letzten 15, 20 Minuten schon extrem gesehen, wie beide Mannschaften da schon auf dem tiefen Boden da schon am Kämpfen waren. Ja, wir haben hinten natürlich dann trotzdem das eine oder andere nicht richtig gemacht, das ist ja klar, wenn du 3 Gegentore kriegst, aber ich glaube, wenn wir in Führung gehen, schießt Preußen heute keine 3 Tore. Es war hitzig an der Hammerstraße, auch nach der Partie. Was für ein Shakehand mit ordentlich Feuer drin. Das konnte den Münsteranern aber egal sein. Die feierten und sind jetzt auf Tabellenplatz 2, zumindest für eine Nacht.